In diesem Video zeigen wir, wie einfach Sie die H&R-Spurverbreiterungen an Ihrem Auto montieren. Bevor Sie loslegen, muss kontrolliert werden, ob das vorliegende DRA-System für Ihr Fahrzeug zugelassen ist. Hierzu wird das beiliegende Teilegutachten oder die ABE mit den Daten Ihres Fahrzeugscheins verglichen. Beginnen Sie mit dem Geradestellen der Vorderräder und sichern Sie Ihr Fahrzeug anschließend gegen mögliches Wegrollen. Legen Sie dazu den ersten Gang ein und betätigen Sie die Feststellbremse. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe muss auf Position P gewechselt werden. Wir empfehlen das zusätzliche Verwenden von Sicherungskeilen. Setzen Sie den Wagenheber anschließend an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten an. Diese sind meist gekennzeichnet und befinden sich erfahrungsgemäß in der Nähe des Seitenschwellers. Die genaue Position finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. Heben Sie das Fahrzeug an, bis das Rad entlastet ist, aber noch Bodenkontakt hat. Lösen Sie nun die Radschrauben. Anschließend kann das Fahrzeug weiter angehoben werden. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Unterstellbock und demontieren Sie erst dann das Rad. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen die Auflageflächen an Radnabe und Felge von Rost und Schmutz befreit werden. Verwenden Sie hierzu ein feinkörniges Schleifpapier und ein sauberes Mikrofasertuch. Seien Sie besonders gründlich, die Auflageflächen müssen absolut sauber sein. Stecken Sie nun eine Serienradschraube durch die Felge, um sicherzugehen, dass das Gewinde nicht über die Distanzscheibe hinausragt. Wenn das Gewinde länger sein sollte, muss zwingend auf kürzere Radschrauben zurückgegriffen werden. Nun muss an Felge und Radnabe überprüft werden, ob sich die H&R-Spurverbreiterung leicht aufsetzen lässt, plan anliegt und kein Spiel aufweist. Die H&R-Spurverbreiterung kann nun mit den mitgelieferten Radschrauben an der Radnabe befestigt werden. Verwenden Sie das vom Hersteller vorgesehene Anzugsmoment. Um Verspannungen zu vermeiden, müssen Sie dies über Kreuz tun. Anschließend kann das Rad auf die H&R-Spurverbreiterung gesetzt und handfest mit den Serienradschrauben befestigt werden. Nun ist es fast geschafft. Entfernen Sie den Unterstellbock. Lassen Sie das Fahrzeug auf die Räder ab und entfernen Sie die Sicherungskeile. Anschließend ziehen Sie die Radschraube mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels an. Beachten Sie das Anzugsmoment des Fahrzeugherstellers. Um Verspannungen zu vermeiden, muss dies erneut über Kreuz getan werden. Die Räder dürfen nach dem Umbau keinen Karosseriekontakt haben und die vollständige Radabdeckung muss gewährleistet sein. Ihr Fahrzeug wirkt dank der H&R-Spurverbreiterung sportlicher und verfügt über mehr Fahrstabilität. Vergessen Sie nicht, eine Probefahrt zu machen und ziehen Sie die Radmutter nach 50 Kilometern noch einmal nach. Sollten den Spurverbreiterungen keine allgemeine Betriebserlaubnis, kurz ABE, bzw. ein Teilegutachten beiliegen oder wurden zusätzlich Sonderräder montiert, vergessen Sie nicht, eine Änderungsabnahme durchführen zu lassen.